Puh, echt kalt draußen, Mann. Richtig leiden für später, weil heute habe ich vor, nach Pasing zu fahren. Endlich mal wieder ein bisschen zu farmen. Ich habe schon ewig nicht mehr gefarmt. Ich glaube, das letzte Mal war echt zum Doppel-EP-Event, Dezember. Auf jeden Fall denke ich, bin ich heute den ganzen Tag am Start. Bisschen Staub farmen, das Event noch nutzen. Gestern, Valentinstags-Event zu Ende gegangen. Leider keinen shiny Libiskus mehr bekommen. Und heute wollte ich eigentlich meinen 100er Libiskus pushen, weil ihr wisst, ist so eine Art Tradition geworden. Zum Ende des Events pushe ich immer das Event-Pokémon 100% auf Max. Nur habe ich irgendwie gar nicht darüber nachgedacht und habe den heute Morgen in eine Arena gestellt. Das heißt, das Video muss erstmal verschoben werden. Aber ich habe eine andere Idee bekommen. Hier könnt ihr schon sehen, neue Shiny habe ich bekommen. Und zwar wollte ich heute über Shiny-Pokémon reden, weil in letzter Zeit sind echt eine Menge dazugekommen. Und zwar drei Stück: Wablu, Nibiscus und Fiffian. Und übrigens alle drei Gold, weil Shiny ist ja nicht immer Gold. So, und diese Funktion gibt es jetzt auch. Können wir uns mal alle meine Shinies anschauen. Und dann, Moment, habe ich hier eine Liste von allen Shiny-Pokémon. Und dann schauen wir mal. So, Carpador. Der ist übrigens auch Gold. Zubiri ist auch Gold. Also eine Menge Shiny-Pokémon sind Gold. Was mir gefällt. Carpador ist Shiny rausgekommen ungefähr vor einem Jahr. Das war zum Wasser-Event. Das war Ende Februar. Und der ist jetzt genau ein Jahr da. Und seitdem, warte mal, das war der erste, den ich gefangen habe. Das war am Tag, wo das Event gestartet ist. Da waren wir auf Shiny 100er Jagd. Und ich habe kein Shiny bekommen. Und genau auf dem Nachhauseweg habe ich noch ein Shiny bekommen. Genau fürs Video. 29.03. War das so spät erst? Ich dachte, das war Februar. Okay, Ende März war das erst. Auf jeden Fall. Das hier war mein letzter aus Tschechien, aus Prag, beim Safari-Zone-Event. Das ist jetzt auch schon 5 Monate her. Also fast ein halbes Jahr habe ich keinen Shiny Carpador mehr bekommen. Die sind echt selten geworden. Danach kam Pikachu ins Spiel, Shiny. Und zwar habe ich meins aus Holland, aus der letzten Safari-Zone, weil bei den Safari-Zonen waren die Pikachu-Spawns und die Shiny-Spawns erhöht. Also da haben viele Leute ihre Carpador bekommen und eben auch Pikachu. Und ich habe es erst beim dritten Mal geschafft. Amsterdam, cooles Event, hat mich echt gefreut dort. Coole Leute, mit meiner besten Freundin war ich dort. Und dann halt später jetzt dann beim Event, beim Community Day, letzten Monat, wurden die halt überall ausgeschüttet. Da habe ich einen aus Dachau und ich habe da nur einen bekommen. Manche haben da 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück bekommen. Das war krass. Mal schauen, wie es nächste Woche wird. Da ist der Community Day mit Dratini. Da gibt es übrigens eine neue Info. Und zwar kann jedes Dragoran, das während der Zeit entwickelt wird, Drachenmeteor lernen. Coole Attacke. Soll aber schwächer sein als Wutanfall, aber ist halt limitiert, nur in dieser Zeit verfügbar. Das heißt, ihr könnt neue Dratinis oder eure alten 100er, 98er Dratinis in der Zeit entwickeln und dann bekommt euer Dragoran Drachenmeteor. Als nächstes, Shiny, kamen dann die Geister zu Halloween und auch die wurden dann nacheinander released, veröffentlicht. Ich weiß gerade nicht mehr, was als erstes kam, was eigentlich auch relativ egal ist. Also Zubiris gibt's, Shuppet und Zwirlicht. Zwirlicht fehlt mir leider noch. Den haben wir. Video habe ich dazu gemacht. Den haben wir geklickert. Und Zwirlicht. Leider nicht bekommen beim Event. Und seitdem vollkommen ausgestorben. Also wenn ich Shiny Zwirlicht haben will, dann muss ich wahrscheinlich auf nächstes Jahr Halloween wieder warten. Weil der ist echt vollkommen ausgestorben. Und deren Entwicklung sind natürlich auch Shiny und Gyarados Shiny und sowas. Bei Pikachu kann man auch sagen, dass es Shiny Pichu aus dem Ei gibt. Und danach sind halt die zwei Gen 3 Raid Bosse gekommen. Flunkiefer und Absol. Die es auch Shiny gibt. Da muss ich echt noch ein paar machen. Man munkelt, dass die relativ häufig sind. Also viel häufiger als in der Wildnis. Wenn man da so im Schnitt 20 Raids macht, soll ein Shiny dabei sein. Man munkelt halt. Ihr wisst, die Straßen munkeln immer. Ist jetzt so natürlich nicht bewiesen. Auf jeden Fall gab es dann die zwei. Und dann kam Stolos, beziehungsweise Stol Junior. Shiny, direkt erster Tag gefangen. Und dann noch entwickelt. Und jetzt kamen dann halt die drei neuen. Wablu. Leider nicht bekommen. Obwohl, da habe ich auch nicht so viele gejagt. Also, ich habe nicht mal die 400 Bonbons voll gemacht für die Entwicklung. Dann Nibiscus. Da habe ich echt eine Menge gejagt. Jetzt beim Event. Obwohl ich. Okay, so viel habe ich auch nicht gejagt, weil. Okay, ich habe fast 1000 Bonbons gemacht, aber ich habe nur am ersten Tag und am letzten Tag, also gestern, ein bisschen gezockt. Dazwischendurch gar nicht, leider. Und dann jetzt Fiffian für Neujahr. Und natürlich muss ich den bekommen, weil das Jahr des Hundes.
Bam. Und das sind meine Shinies. Schreibt unten in die Kommentare, welche Shinies ihr habt. Bestimmt gibt es welche, die jeden bisher Shiny haben. Dann gibt es bestimmt auch Leute, die Shiny auf 100% haben. Das ist ja das Allersaftigste, was es gibt. Und dann wollte ich noch eure Meinung dazu wissen, wie ihr den Zeitraum der Shinies jetzt findet. Weil jetzt haben die echt eine Menge Shinies rausgehauen in so kurzer Zeit. Und was war davor? Pikachu? Also ganz früher Pikachu war erstmal. Und dann hat es Monate gedauert, dann kamen die Geister. Oder auch von Carpador Shiny auf Pikachu Shiny, das hat echt Monate gedauert. 3, 4, 5 Monate oder so. Und jetzt, innerhalb von kürzester Zeit, haben die so viele Shinies rausgehauen. Und nächste Woche möglicherweise nochmal Shiny Dratini. Man munkelt, wir wissen es nicht genau, aber sehr hohe Wahrscheinlichkeit schon. Also jetzt hauen die Shinies raus. Deswegen meine Frage an euch, wie findet ihr das? Seid ihr überhaupt Shiny-Sammler? Ich kenne viele, die interessiert das gar nicht, weil man eben echt nur Glück haben kann oder Glück braucht, um die zu bekommen. Manche bekommen alle am ersten Tag, manche klicken Tausende an und kriegen keinen. Deswegen, das kann man nicht wirklich jagen. Wenn es kommt, dann kommt es. Deswegen interessiert es viele nicht. Mich persönlich eigentlich auch nicht so, aber ist schon schön zu haben und ich finde es echt cool. Eine nette Ergänzung. Anstatt jetzt einfach Pfiffchen zu jagen, gibt es halt Shiny Pfiffchen und so. Also schon ein netter kleiner Bonus. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht extra zu einem Zwirlichtnest fahren, um da auf Shiny Jagd zu gehen. Aber jetzt bei so einem Event, die Möglichkeit, ein Shiny extra zu haben, ist schon cool, finde ich. Deswegen, eure Meinung unten in die Kommentare. Wie findet ihr das? Und denkt ihr jetzt, dass sehr bald alle Shiny kommen? Weil so wie die rausgehauen werden, dass demnächst dann noch mehr kommen? Oder findet ihr das zu schnell? Wollt ihr einen nach dem anderen, so dass ihr jeden bekommen könnt? Und dann schreibt natürlich noch rein, welche Shinies ihr bereits habt. Alles unten in die Kommentare. Das war's von mir. Ich pack's jetzt nach Parsing. Bisschen farmen. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.